Ich glaube, gegen den Zerg habe ich gerade schon mal gespielt. Dann spiele ich jetzt mal einen DT Expand. Einfach mal just for fun. Aber wenn ich jetzt nochmal Forget gegen den spiele, dann ist das ziemlich witzlos. Wobei er mich nicht mit Re begrüßt, aber gut, ich mach's trotzdem mal. Ich meine, ich hätte eben gelesen den Namen. Das Schöne am DT-Expand, der wird eigentlich gegen Terraner gespielt, finde ich eigentlich, dass die Chrono-Boosts auf die Probes gemacht werden können, dass man also eine einigermaßen gute Eco hat. Ich gehe hier mal wegen der Spawnings-Positions schon früher scouten. Ich warte jetzt bis 15:15, baue dann Doppelgas. Konstante Arbeiterproduktion wäre besser gewesen, aber okay. DT-Expand habe ich schon lange nicht mehr gespielt. Den müssen wir abbrechen, wir brauchen nämlich dringend den Chor. Okay, sein Pool wird jetzt gerade erst fertig, sieht also nach Hedge First aus. Ich tu mal hier einen Pylon hin. Kann ich mehr? Ne, ich muss jetzt den Dark Shrine vorher bauen. Warpgate Technology hätte man ruhig mal anfangen können, wäre nicht verkehrt gewesen. Sein Overlord müsste von hier kommen. Da er Hedge First gespielt hat, ich baue jetzt als erstes einen Nexus. Ah, tun wir mal hier hin. Da ist er.
Der wundervolle Overlord. Aber das könnte trotzdem Schaden machen. Oh. Linkflat, glaube ich, ist das. Das ist, glaube ich, verloren. Das habe ich schlecht gescoutet. Das ist eine Linkflat, glaube ich. Er braucht jetzt nur noch... Aber jetzt können wir wenigstens mal Drone Stack üben. Da wäre ich mit Forgate besser gefahren. Aber vielleicht war es wirklich der gleiche und hat dann gewusst, dass ich nur One Base All-In spiele. Hat also nicht geklappt. Muss ich scouten. Sowas muss man scouten. Linkflat muss man scouten. Da muss man irgendwie mit Probes hinfahren oder so. Wenn das gut versteckt, ist das natürlich extrem schwierig. Aber gut. Hedge first rechne ich halt nicht mit einer Linkflat. Kann man aber spielen auf jeden Fall. Bis zum nächsten Video.